Wir treffen uns zu einem kurzen Gespräch mit Herrn Dr. Thomas Bora Fielding. Er ist Mitglied des Verwaltungsrates der Renova Management AG und früherer Botschafter der Schweiz in der Bundesrepublik Deutschland. Herr Dr. Bora, Sie leiten anschließend ein Panel mit dem Titel Deutschland im Jahre 2009, eine Lagebeurteilung. Wie ist Ihre persönliche Lagebeurteilung? Inwiefern ist das Land geprägt von der Kombination zwischen Wahljahr und Krise? Sehr stark. Ich meine, Deutschland ist natürlich in einer äußerst schwierigen Situation, wirtschaftlich gesehen. Darf man nicht vergessen, als die größte Exportnation der Welt ist sie stark betroffen von der Krise. Sie ist aber auch innenpolitisch nicht mehr so aufgestellt, dass sie aus dem Vollen schöpfen könnte. Wir wissen alle, dass das deutsche Sozialsystem reformbedürftig wird, dass weniger und weniger Leistungsträger, es sind etwa noch 22 Millionen von 83 Millionen, überhaupt Steuern und Sozialbeiträge zahlen. Und daher ist Deutschland eines der Länder mit großen Wirtschaftsschwierigkeiten. Es ist auch davon auszugehen, dass man dieses Jahr mehr als 3% des Bruttosozialproduktes ein Defizit hat, dass die Defizitquote weiter ansteigt. Also Deutschland steht einiges schlechter da, als sagen wir vor 20 Jahren. Und wir werden sicherlich einen sehr interessanten Wahlkampf erleben. Stellt sich die Frage, ob es nach den Wahlen wiederum eine große Koalition gibt oder ob Schwarz-Gelb die Mehrheit findet, also FDP und CDU. Wenn Sie mich fragen, würde ich heute eher auf mein Geld setzen auf eine weitere Fortsetzung der Großen Koalition, was für ein Land nicht ideal ist, weil man überall dann Kompromisse eingeht und keine klare Linie bekommt. Aber das, so würde ich jetzt mal heute mein Geld setzen. Wie beurteilen Sie gegenwärtig die Führungsleistung der deutschen Regierung? Der Wahlkampf ist eigentlich schon offen ausgebrochen. Wie schafft es das Land oder die politische Führung in Deutschland, sich durch diese Krise zu navigieren im Moment? Wie beurteilen Sie die Leistung? Ja, nun, ich bin Frau Merkel gegenüber sehr kritisch eingestellt. Ich merke nichts mehr von einer liberalen, bürgerlichen Politik bei der heutigen CDU-Führung. Ich glaube, das Wort von Franz Josef Strauß trifft mehr denn je zu. Er hat gesagt, Deutschland hat zwei sozialdemokratische Parteien. Die eine ist katholischer. Und in dieser Hinsicht, was man Frau Merkel sicher zuhalten muss, ist, dass sie sehr gut navigiert zwischen CDU und SPD. Und sie lässt es auch zu, dass sich sozialdemokratische Minister profilieren, wie zum Beispiel Peer Steinbrück, der ja durch seine Liebe zum Zweihänder und zu pauschalen Verurteilungen links und rechts bekannt geworden ist. Also ich würde meinen, ich beurteile die politische Führung nicht als sehr positiv in Deutschland. Herr Dr. Bora, Sie kennen das ganze Symposium sehr gut. Sie sind langjähriger Teilnehmer. Wie vernehmen Sie die Stimmung in diesem Jahr unter den Teilnehmern, vielleicht in diesem besonderen Jahr mit diesem besonderen Thema? Was beschäftigt die Leute? Ja, wir haben natürlich jetzt das Positivum, dass das Wetter so hervorragend ist und das hebt die Stimmung etwas. Allgemein würde ich meinen, sind die meisten nicht mit der besten Stimmung aus ihren Unternehmen hierher gekommen. Ich meine, die meisten müssen immer noch sehr schlechte Zahlen verkündigen, gehen auch davon aus, dass die Wirtschaftskrise sicherlich in diesem Jahr, wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, noch schwer auf die Unternehmen drücken wird. Es wird eine große Arbeitslosigkeit ins Haus stehen. Wir haben auch große Budgetdefizite der Staaten. Also insgesamt würde ich meinen, die Stimmung nicht so positiv, aber das Wetter und die perfekte Organisation durch die Studenten führen natürlich dazu, dass unsere Stimmung weit besser ist, als wir hier angekommen sind. Danke sehr, Herr Dr. Bode. Danke für das Gespräch.